Schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen hier zu den Nachrichten bei NTV. Präsident Trump will neue Atomwaffen entwickeln lassen, und zwar welche mit geringerer Sprengkraft. Das geht aus einem Bericht zur Nuklearstrategie der US-Regierung hervor. Demnach sollen einige U-Boot-gestützte Langstreckenraketen entsprechend umgerüstet werden. Damit wolle man, Zitat, die Strategie der Abschreckung untermauern. Kleinere Atomwaffen mit geringerer Sprengkraft, das ist das Ziel. Das mag zunächst verwirren, doch mit kleineren Atomwaffen sei Amerika flexibler in seiner Abschreckung, heißt es in dem Bericht zur Nuklearstrategie der US-Regierung. Was genau kleiner heißt, bleibt offen. Aber auch sogenannte Mini-Nukes haben eine gewaltige Zerstörungskraft. So etwa jene Bomben, die die USA seinerzeit über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen haben. Die neue Nuklearstrategie soll vor allem Russland abschrecken, schreibt das Verteidigungsministerium. Russland hätte im Vergleich zu den USA die Zahl seiner Nuklearwaffen erhöht. Das Land müsse verstehen, dass jeder Einsatz von Atomwaffen, egal wie begrenzt, inakzeptabel sei. Aber die Botschaft geht weiter. In seiner ersten Rede zur Lage der Nation Mitte der Woche war Trump bereits auf Nordkorea eingegangen. Nordkoreas rücksichtslose Verfolgung des Atomraketenprogramms könnte sehr bald unsere Heimat bedrohen. Wir führen eine Kampagne des maximalen Drucks, um dafür zu sorgen, dass das nie geschieht. Und so heißt es in der neuen US-Nuklearstrategie weiter, Nordkorea sei eine unberechenbare Bedrohung. Die US-Regierung dürfte sich bestätigt fühlen durch einen aktuellen Bericht der Vereinten Nationen. Demnach soll Nordkorea im vergangenen Jahr massiv gegen die Sanktionen des UN-Sicherheitsrates verstoßen haben. Etwa durch Rohstoffexporte im Wert von fast 200 Millionen Dollar. Zudem soll es Waffen nach Syrien und Myanmar geliefert haben. Dennoch, Kritiker der neuen US-Nuklearstrategie warnen, mit dem Konzept bleibe der Einsatz von Nuklearwaffen nicht mehr nur möglich, er werde mit kleineren und flexibleren Atomwaffen wahrscheinlicher.